So, und da sind wir gleich wieder. Letzte Folge von Pokémon Platin. Yay. Ich habe das Team inzwischen wieder voll geheilt, habe einen Großteil der Attackenpunkte auch mal wieder aufgefüllt, damit wir das Finale so episch wie möglich machen können. Ich habe mich dafür entschieden, Dialga an die Spitze zu setzen, einfach weil ich das Kripphook so schnell wie möglich wegblasen will. So, also dann Cynthia. Der letzte Kampf. Ich liebe diese Kampfmusik von ihr. Na, die Fahne dran war eigentlich auch schon ganz cool. Ja, Top-4-Theme von Sinnoh ist allgemein richtig cool, aber das Champ-Theme ist einfach nochmal episch. Cynthia ist sowieso mein Lieblings-Champ. So, wir erzwingen uns jetzt erstmal gegenseitig. Und weil ich nicht sicher bin, ob der Zeitenlärm ausreicht, schwäche ich ihn einmal vor. Finster oder gut, das macht jetzt nichts. Das steckt die Alga locker weg. Stahl hat hier noch diese wunderschöne Resistenz gegen Unlicht und Geist. So, das war einmal Zeitenlärm. Jo, das ist weg. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der einfach so gereicht hätte. So, da kommt direkt der Knarkrack, das Viech, vor dem ich am meisten Angst habe. Das ist ja schon mal gut, dass es dann direkt am Anfang kommt. Ja, den müssen wir, glaube ich, totzürgen. Weil ich krieg den mit einer Drachenklaue ziemlich sicher nicht gewonhittet. Der kriegt mich allerdings auch genauso wenig mit einem Drachenstoß gewonhittet. Aber 8 Level Vorsprung ist schon einiges. Lass mich jetzt bloß nicht zurückschrecken. Das wäre jetzt ein Bitch-Move. Ja, ich weiß Ah, doch, dass jetzt. Tienchen das überlebt. Das überlebt das Knarkrack allerdings auch. Habe ich irgendwas, was ich in einen Drachenstoß opfermäßig reinwerfen will? Also Nick ist auf jeden Fall One-Hit wahrscheinlich, oder? Von dem Drachenstoß nicht unbedingt. Der hat eine Resi dagegen. Es besteht ja noch diese 25%ige Chance, dass sie nicht trifft. Oh, er hält sogar ziemlich viel aus, okay. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ihr Knackrack schneller ist als Nick. Ja, und mit Erdbeben wäre es auf jeden Fall weg gewesen. Jetzt kommt die große Frage. Überlebt Dialga ein Erdbeben? Beziehungsweise Palkia einen Drachenstoß? Ja, da gehe ich eher davon aus, dass der Drachenstoß überlebt wird. Aber, Ich könnte natürlich auch versuchen, Whitey reinzuschmeißen und hoffen, dass ich schneller bin, weil Whitey ist verdammt schnell. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn one-hitten kann. Aber probieren können wir es. Ich meine, dass Whitey schneller ist als Knackrack. Jupp. Der schafft das. Oh, knapp, knapp und oh, das ist hart. Und seine Attacke geht daneben. Moment mal. Sie macht jetzt eine Top-Genesung, ne? Also bei Bei Knackrack sicherlich. ja. Dann gehen wir auf den Ränkeschmied. Aber gut, wenn sie Gigastoß dagegen einsetzen will, das ist eine super Gelegenheit. Weil wenn sie Whitey mit Gigastoß killt, dann kann ich das Knackrack im Anschluss mit Palkia oder Dialga rausnehmen. Oder mit Tienchen. Ist das ein Oh, kritischer Volltreffer? Treffer.
Nee, nee. War kein Volltreffer. Whitey, überlebst du das? Ich glaube es ja nicht, aber es geschehen ja noch Zeiten und Wunder. Jo, Wunder. Er überlebt! Whitey, du bist gut! Und damit wäre Cynthia im Endeffekt besiegt. Unterschätzt mal ihre letzten 4 Pokémon nicht. Die hat ja, aber, ein bisschen was. Ja, aber das Schlimmste ist vorbei. Oh, Moment, bei Roserade bleiben wir drin. Ich meine, ich habe einen +2-Boost drin. Wäre blöd, wenn ich den nicht ausnutzen würde. Besonders kann man die anderen Pokémon mit Tränke überleben. Normalerweise. Ja, ihr Knagrag ist ihr härtester Brocken gewesen. So. Milotic. Okay, das Ding überlebt auf jeden Fall den Sondersensor, aber ich krieg das Ding auf jeden Fall unter die Hälfte runter. Das ist. Dafür opfere ich gern mal den kleinen Whitey. Wenn er da nochmal ordentlich draufhaut. Ich meine, der hat jetzt schon 2 Pokémon rausgenommen und schwächt jetzt Milotic noch so an, dass ich ihn mit dem Rest rausnehmen kann. So. Whitey, hast einen super Job gemacht. Bin stolz auf dich. So. Wir könnten ja eigentlich auch mit Dialga ein bisschen aufräumen. Aber. Ja. Palkia ist jetzt gerade das sichere Switch, weil Raumschlag weniger oft daneben geht als Seitenlärm. Und sie hat noch eine Top-Genesung. Okay. Ja, oh, dann ist sie schon mal weg. Ja, wenn ich dran denke, Champions haben oft relativ viele Top-Genesungen. Ich denke da nur an den Rivalen aus Feuerrot, Blattgrün. Ich will gar nicht wissen, wie viele Top-Genesungen der mir in einem Kampf mal entgegengeworfen hat. Ich meine, das waren mindestens 5. Also wenn Milotic ein bisschen weiter unten platziert wäre, würde Raumschlag vom Design her perfekt zu Milotic passen, also mit dem Loch. Wasserring. Okay. Ja. Da reichen die Erdkräfte jetzt auch aus. So, dann ist das bulkigste Viech schon mal weg, oder hat die Togekiss hier noch dabei? Palkia erreicht auf jeden Fall Level 72. Kriegt wieder +4 auf den Spezialangriff. Lucario kommt rein. Oh, unser Lucario ist tot. Leider. Das wäre ein schöner Showdown. Die Alga hat noch zu wenig gemacht bis jetzt. Ich habe zwar eine Kampfschwäche und. Aber okay. Ich bin sogar schneller. Das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Ich meine, es ist ein 6-Level-Unterschied. Die sind von der Init her gleich schnell. Also, die haben beide eine Base 90. Und Togekiss kommt noch. Ja, gut, das. Hat zwar hier leider noch keinen Feentyp, weil das wäre jetzt zu schön gewesen. Aber dann kann ich es wenigstens mit dem Zeitenlärm beenden. Aber bevor wir das machen, den wollte ich auch nochmal raushauen. Einfach damit er benutzt wurde. Ja. Ich habe die TM noch gefunden und Dialga hat dann Step drauf. Gut, das macht zwar Schaden, aber tötet uns nicht. Dafür hält Dialga zu viel aus. Und Togekiss teilt zu wenig aus dafür. Mhm. Jawohl, es geht sogar. Und einmal geht noch. Der Zeitenlärm. Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Zeitenlärm ist keine Attacke fürs Competitive. Ein Volltreffer. Dödüm. Das Ding ist tot. So. Nummer 15.600 Poké-Dollar. Nachdem ich ziemlich alles von meinem Geld ausgegeben habe vorher. Ja. Dann geht's jetzt noch ein letztes Mal in die Ruhmeshalle. Nachdem wir die Rückrunde der Top 4 jetzt auch besiegt haben.
Und Professor Eibe ist auch schon wieder da. Déjà-vu. Ja, das hatten wir alle schon mal. Bei den Neueren ist es zum Glück so gemacht, dass sie wenigstens andere Sprüche drauf haben. Ja, in den Rückkämpfen haben sie dann andere Texte drin. Okay. So, Dialga. Nick. Whitey. Palkia. Tienchen. Und Wupan. Hey. So. Na dann sind wir durch mit Pokémon Platin. Jetzt dürfen wir noch den Abspann genießen. Und ja, ich persönlich freue mich ja schon drauf, dass jetzt hoffentlich auch bald die Remakes von den Sinnoh-Spielen kommen. Wir haben ja jetzt bald Pokémon Sonne und Mond, die rauskommen. Und ja, mit Generation 7 wird dann höchstwahrscheinlich die nächste Remake-Generation auch drankommen. Nachdem Rubin und Saphir das letzte Mal dran waren, kommen als nächstes die Remakes von Diamant und Perl. Ja, die sind auf jeden Fall ziemlich nice. Wahrscheinlich. Ich weiß es ja nicht. Remakes waren schon immer gut. Und die werden eigentlich auch immer besser. Wobei ich sagen muss, HeartGold und SoulSilver haben mir noch ein Stück besser gefallen als Omega Rubin und Alpha Saphir. Die hat ich nicht gespielt. HeartGold und SoulSilver hatten halt einfach dieses schöne Feature, dass das Pokémon, das an der ersten Stelle steht, hinter dir herläuft. Und das haben sie seitdem nie wieder reingebaut. Und das finde ich echt schade. Ja, genau, hatte ich in Videos gesehen. Ja, das ist schon ziemlich cool. Gerade wenn man dann sein Lieblings-Pokémon im Team hat. Ja, ich konnte mein Lieblings-Pokémon damals leider noch nicht haben, weil HeartGold und SoulSilver war noch Gen 4 und Zwartronen ist da noch nicht dabei. Leider. Aber gut, ich habe ja demnächst mal wieder ein kleines Gen 5-Projekt vor und irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft besorge ich mir auch noch eine Capture Card für meinen 3DS und dann kann ich auch mal Gen 6-Spiele hier machen. Oder Gen 7. Ja, Gen 7 auch, aber Gen 6 wird auf jeden Fall auch noch durchgespielt. Zumindest X und Y. Ja. Die kommen doch den Monat, also im Oktober raus, oder? November. Ah, scheiße, okay. Ja, lang ist es nicht mehr hin, aber wir haben bald Sonne und Mond da. Derzeit bin ich ja sowieso wieder dran, mein Pokémon Super Mystery Dungeon ein zweites Mal durchzuspielen. Ich habe das erste Mal, habe ich sie ja schon komplett durchgespielt, also wirklich so komplett, dass ich nichts mehr zu tun hatte und mich mir irgendwann gesagt habe, ja gut, ich habe nichts mehr zu tun, das Spiel liegt nur noch in der Ecke rum. Ja. Ich reset mal den Spielstand und spiele es nochmal durch. Bin schon wieder in Kapitel 13 und ja, habe dieses Mal gut gelevelt, bin Level 24. Kann sich sehen lassen. Als nächstes kommt dann der Vulkan auf der Feuerinsel. Also ich bin kurz vor Kapitel 14. Stimmt, die könnte ich jetzt mittlerweile ja auch spielen, jetzt wo ich endlich mal einen 2DS habe. Also die Mystery Dungeon Reihe kann ich nur empfehlen. Und zwar alle Spiele. Ja, ich hatte ja den allerersten Teil. Der war eigentlich ganz cool, gerade mit, es war glaube ich mit Satu noch. Xatu ist im 2er auch wieder drin, allerdings dann als Schatzkistenaufmacher. Oh. Aber das, wenn du das Dungeon-Theme vermisst, das ist ein Super Mystery Dungeon drin. Ja, da erinnere ich mich leider nicht mehr dran. Ich hatte mal dieses Pokémon-Dash, wo man mit Pikachu und so rennen laufen konnte.
Und da war die Abspannmelodie war auf jeden Fall ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Okay, ja, ich kenne nur die von den Mystery Dungeon Spielen von der Hauptreihe. Aber ja gut, der Abspann von Mystery Dungeon 2 bringt mich jedes Mal zum Weinen. Ja gut, wenn man. Ich kenne jetzt die Story nicht so. Der vom 1er auch. Falls du es dir mal anschauen wirst, ich habe ja selber ein Let's Play hier auf unserem Kanal gemacht. Das ist sogar schon fast fertig. Ich meine. Das ist nur immer so lang. Also ich weiß nicht, mir gefällt das Gameplay nicht so unbedingt. Also ich finde die Story finde ich ganz cool, aber das Gameplay ist nicht so meins. Ja, in diesem Fall ist ein Let's Play ja genau das Richtige. Du skippst einfach die ganzen Dungeon-Szenen und gehst immer nur auf die Story-Parts. Da kannst du ja immer schön vorspulen. Und ja, wenn du die ganzen Dungeon-Sequenzen rauslässt, dann ist das ganze Spiel nicht allzu lang. Gut, Mystery Dungeon Blau habe ich ja zumindest in 26 Parts die Hauptstory durchbekommen. Ich habe allerdings da den Teil nach der Hauptstory auch gar nicht mehr gespielt, weil ich darauf echt keine Lust hatte. Das ist nämlich echt schwer, was danach noch kommt. Und falls dir das Gameplay nicht taugt, das Gameplay von Gates to Infinity und von Super Mystery Dungeon ist ein gutes Stück besser als das von den ersten beiden. Das macht deutlich mehr Spaß zum Spielen, auch wenn Gates to Infinity meiner Meinung nach zu einfach ist. Also das Spiel ist zu einfach. Ja. So. Ende. Wir sind durch die Credits durch. Ja. Und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Mit unserem schönen Tienchen hier. Ja. Das war's. Jupp, das war's. Wir sind durch. Und mal schauen, ob wir beide wieder irgendwas zusammen machen. Mal schauen. Auf jeden Fall wird es jetzt erstmal wieder eine kleine Pause geben, so wie ich ein Koto kenne. Obwohl er die ja eigentlich. Also die Pause war ja jetzt eigentlich schon. Also falls du noch was machen willst, so Smaragd hätte ich noch offen. Nee, also ich würde dann jetzt erstmal ohne was Pokémon was machen, weil ich habe das privat jetzt genug gezockt. Aber jetzt, mir fehlt halt immer noch die neue Grafikkarte, aber wenn ich die habe, könnte ich eigentlich neuere Spiele auch machen. Also die, wo mir auch mehr liegen. Okay, also wenn es dir von Pokémon erstmal reicht, dann ist das auch gut. Ich habe noch ein paar Pokémon-Spiele offen, die ich Let's Playen muss. Kann ich ja auch alleine machen, aber ich habe auch noch ein paar andere Leute, mit denen ich da was zusammen machen kann. Also dann, wir beenden jetzt hier die Aufnahme, bevor wir uns hier noch zu Tode quatschen. Also dann, macht's gut auf und wir sehen uns in einem anderen Let's Play.